Bloggen ist was Gemeinsames. Die Ellenbogen, die bringen uns alle nichts. Denn gegen das Verletzen wollen wir starken Blogger uns vernetzen. PR ist Übersetzung, ist Dialog und damit auch Kommunikation mit der Zielgruppe. Und diese Idee ist tatsächlich auch in PR-Kreisen ausgezeichnet geworden. Storytelling ist kein Hexenwerk. Sprich zu deinem Leser wie zu deiner Freundin und wecke Emotionen. Beim Storytelling geht es hauptsächlich darum, dass man wirklich eine Nähe zu dem Leser entwickelt. Mische, um auf neue Ideen zu kommen, Trends, Meilensteine und deine persönlichen Blog-Themen. Nutzt die Kraft spannender Headlines, um Leser in eure Texte zu ziehen. Strukturiert eure Texte inhaltlich und visuell und erinnert euch an eure Deutschstunde zurück und ein paar Stilmittel davon helfen euren Texten sicher weiter. Bloggen ist Wissen teilen, habt Bock auf die Leute und nutzt wertige Inhalte. Ich habe vorhin mit ein paar Leuten gesprochen, die sagten, ich kenne ja eigentlich keinen, vielleicht zwei. Aber ansonsten, Leute, vernetzt euch. Das ist hier keine One-Man-Show. Und es geht ja auch nicht darum, Visitenkarten auszutauschen. Kennzahlen sind nicht nur zum Angucken da, sondern auch, um Optimierungspotenzial zu identifizieren und, ganz wichtig, zu realisieren. Kennzeichnet eure Beiträge, wenn ihr die Produkte gestellt bekommen habt. Es muss nicht immer Werbung oder Anzeige sein, aber gesponsert oder sponsored by sollte es schon mal sein. Ja, und für euch hier den kleinen Rosenkopfball mit Puerti, zusammen ein paar Nüsse mit Rauchtee, das was herzhaft ist. Das Besondere bei Winzig Tee ist, dass wir den Tee essbar machen. Wenn man Sketchnotet, soll man einfach damit anfangen und sich nicht zu viel mit Bildern stressen. Man kann auch erstmal schreiben, 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 hier und da ein kleines Bildchen und dann wird es schon. Ich selber als Veranstalterin kann nur sagen, ihr wart klasse. Ich habe mich wohl gefühlt, ich habe in den Gesichter geguckt. Die waren offen, die waren fröhlich, die waren interessiert, die waren miteinander.